Hallo liebe Community, was geht hier eigentlich heute ab? Ey, ich spiele heute nur gegen die Zehner irgendwie. Jetzt haben wir eine Zehner Afro im gegnerischen Team. Ich will nicht wissen, wie die sich die Kills holt, aber ist eine andere Geschichte. Was ich aber ziemlich stylisch finde, ist, dass wir einen Sylvanus haben. Zählt er nicht eigentlich als Heiler? Und die haben da drüben nämlich keinen. Auf jeden Fall kann er ein bisschen was heilen, das weiß ich. Und das finde ich cool, darüber freue ich mich natürlich. Ich bin nämlich jemand, ich mag unfaires Gaming. Ihr hättet mir aber auch die Athena geben können, das wollte er eben gerade nicht tun. Vergesst nicht, es gibt zurzeit hier in diesem Special Event bekommt ihr auch diesen tollen Kürbis als Player-Icon. Pumpkin. Good luck, jawohl. Ein bisschen Lifestyle, ach, ich mach das so. Dazu hole ich mir dann nochmal ganz viel. Von der Active, haben die irgendwas aus Pult? Nö, ja. Ich zähle jetzt wirklich mittlerweile auch Athena gleich dazu. Das liegt aber daran, weil ich selber so viel Athena spiele, deswegen habe ich auch ganz wenig Angst vor der halt, ne? Außerdem war die jetzt auch, glaube ich, die war auch Stufe 0, ne? Also die hatte keinen Rank da drin. Das kann mir also alles relativ egal sein. Cool. Ja, jetzt sind wir hier beim. Ich find's cool, der Stargazer hat jetzt auch seinen eigenen Soundpack. Sein eigenes Soundpack. Spectacular. You have evolved. Is the Galactic Gate a portal? Find out by standing in it. Schön. Ach, das Ding gibt uns ein Schild irgendwie. Ich check das nämlich gerade alles nicht, muss ich zugeben. Also ich habe gerade keinen Plan davon. Ich habe das so lange nicht gemacht irgendwie. Also ich habe mir den immer angeguckt, aber ich habe mich damit nicht so sehr fest beschäftigt, wie es hätte sein sollen. Ist natürlich ziemlich abgefahren. Also den als Gott zu bezeichnen, finde ich immer ein bisschen hardcore. Das jetzt das Schild halt, ne? Aber ich find's halt schon krass. Ich gehe mit dem Mauszeiger rüber, dann weiß ich, was ist. MP5 ist natürlich. Das ist natürlich schön für mich. Na, und der Pull ist natürlich. Ist ein richtiger Utility-Gott. Eigentlich müsste ich den spielen. Ich stehe auf sowas. Ich mag das. Die haben Tür, sehe ich gerade. Tür ist natürlich derjenige, der klopft. Den werden wir uns dann auch mal holen, wenn er hier rankommt. Wenn er denn dort nicht mal rankommt. Ist es auch. Das Gate ist auch. Komm schon, Tür, bitte spring mal rein, ey. Das will ich noch miterleben. Ja, das Tor ist geöffnet. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Ach, du abgefahrener Scheißdreck. Oh, ich muss mal zurück hier. Wir machen ein bisschen Damage. Oh, der Damage, das Damage, Daddy, das Damage. Ey, was geht ab? Lilo Tiffy, Herr von Bödefeld. Ich glaube, ich muss mich umdrehen, ey. Oh, ich kann es nicht angucken. Aber ist schon nice. Ja! Schade. Hier kriegen wir ein bisschen MP5 drin, also bleiben wir auch drin. Und wie viel ist es denn entqueased? Ich hätte mal angucken sollen. Hier draußen ist es 7. Boah, 10 MP5. Schön. Schön, schön, schön. Damit kann ich gut umgehen. Das ist gut für mich. Tief durchatmen, der Blütenstaub. Ah, nice. Ja, gleich wird Tür wieder angefriemelt kommen, ne? Aber es ist schön, das hat vorhin so schön funktioniert, das machen wir gleich nochmal. Hades ist auch gleich wieder da, ist schön. Kannst du nicht pullen? Doch, brauchst du gar nicht. Brauchst nicht pullen.
Schade, dass du gerade nicht pullen kannst. Das wäre schön. Haben wir hier so eine Blume irgendwo? Wo ich dann schnüffeln kann. Blütenstaub. Hier, kann ich da nicht irgendwie reingehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Aber der Pull. Ah, ist halt. Wie der Rachne-Pull, ne? Ein bisschen Zeit verzögert. Den wollten sie sich aber auch nicht entgehen lassen, den Arachne-Pull. Das ist halt eine Mechanik, die muss rein, ne? Ein bisschen strange bei diesem Baum, aber ich schätze, es ist okay. Es ist ein bisschen strange bei Sylvanus, aber scheiß drauf, ganz ehrlich. Na, gleich kommt wieder Tür. Ich kenn doch meine Tür. Ich weiß doch, wie meine Tür funktioniert. Was war das? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Bin jetzt. Ich gehe mal hier ran. Nee, doch nicht. Ja, auch als Stufe 10 Aphrodite schaffst du es nicht, gegen diesen Damage, den wir haben, gegen zu heilen, ne? Und ich finde auch, eine Athena ist ein hartes Brett. Wenn man mit Hades umgehen kann, ist es awesome. Ich weiß nicht, wie Hades jetzt gerankt ist heutzutage, ob man sagen würde, oh, ich spiele gern noch Hades oder so. Ob es noch Leute gibt, die sagen so, ich habe richtig Bock auf Hades. Ich muss mal irgendwem helfen. Tractor Beam. Ich glaube, es regnet. Hat irgendjemand Salvation? Nee, hat niemand. Noch nicht. Ja. Klopp es ab, schüttel es ab, ey. Ich lebe noch. Ja, bei 5K gehe ich dann auch mal zurück. Was hat der eigentlich? Na doch, der ist leider entkommen. Jetzt kann ich mir ganz nebenbei so ein bisschen MP5 halt hochheilen. Ist auch ganz relaxed, aber es ist auch ein hartes Match, die da drüben. Obwohl, ich hätte gedacht, dass wir besser stehen. Oh. Deswegen bleibe ich jetzt auch hier erstmal ganz kurz drin stehen. Ja, gleich. Ah, oh, schön. Okay, die Heilung brauchen wir natürlich. Ja, so heile ich mich ein bisschen hoch, aber Mana ist hier gerade so das Wichtigste von allem. Ne? Aber bei 5K gehe ich auch mal zurück. Bei 5K gehe ich mal zurück. Thanks. Mana, Heal, FTW hier. Super. Atme die Dämpfe. Atme die Dämpfe. Komm, atme die Pollen ein. Ein bisschen Blütenstaub.
Oh, der in Lack, ey. Der kann sich echt Lack auf die Stirn tätowieren. Ja, die wollen mich jetzt haben, ne? Die wollen mich jetzt haben. Ja, da haben wir jetzt das, ne? Oh, so ein bisschen Cooldown. Cooldown Boot. Jetzt ein bisschen Penetration. Naja, nehmen wir nicht nur ein bisschen Penetration, oder? Nehmen wir mal. Nehmen wir ruhig mal ein bisschen mehr hier. Och, ja. Eigentlich hätte ich mir nochmal. Bleib mir nochmal Rot auf den Weg lassen. Ich brauche ihn ja auch gerade gar nicht mehr. Ich hätte eigentlich sogar noch Lust auf mehr Penetration, muss ich zugeben, obwohl die noch gar nicht so fett da drüben sind. Hier, der Athena gibt sich natürlich volles mit Mühe, ne? Aber egal, egal. Vielleicht nehme ich sogar noch Magical Lifesteal. Vielleicht mir noch Magical Lifesteal. Oh, ich hab mich verzwickt. Ups. Noch ein bisschen mehr Magical Lifesteal klingt eigentlich auch nicht schlecht. Aber wie, da gibt es ja nicht auch ein Maximum? Ne, gibt's glaube ich gar nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Spielt seit 200 Jahren nicht. Was gäbe es ein Magical Lifesteal Maximum? Thanks. Ja, das war's jetzt für die da drüben, ne? Nee, heute keine letzte Mahlzeit. Außer Cookies. Cookies als letzte Mahlzeit gibt's hier. Sorry, Tor. Tür. Oh, was eigentlich, wie diese ganzen Leute da drüben heißen? Tür, Tor. Na. Killing spree. Death. Ja, das bin ich. Wow, was geht ab, ey? Ich hab richtig Lack gerade. Ja, irgendwo ist auch mal Schluss bei mir, Leute. Läuft, ne? Ausnahmsweise mal. Es ist halt ein Nubis. Ich muss sagen, es ist das Voice Pack. Das Voice Pack gefällt mir gut. Bei mir ist immer wichtig, dass mir das Voice Pack gefällt, dass mir die Optik des Chars gefällt. Das muss Bock machen, finde ich. Be right back. Cancel that. Noch ein bisschen mehr. Mach mehr Damage. Mit dem Cooldown komme ich gut hin. Der Cooldown ist okay. Ja, die geben jetzt bald auf da drüben. Ne? Also es macht keinen Sinn, ehrlich gesagt, dass die noch weiter zocken. Deren Tür ist weg. Der ist wahrscheinlich sauer oder so. Kann ja sein. Die sind da drüben. Drei Leute aus dem Clan, sehe ich gerade. Dafür halten wir uns aber richtig gut, finde ich. Wenn die es gerade brauchen überhaupt, ne? Ja, aber mit vier Mann kann man noch gewinnen, das muss ich dazu sagen. Das haben wir auch selber schon häufiger mal gezeigt. Vor allem, wenn man dann noch aus dem Clan ist und so, dann läuft das im Regelfall. Dann braucht man sich eigentlich
Eigentlich, umso weniger Leute man ist, häufig das Wichtige, dass die motiviert sind, dass die wach sind, dass die ihren Char richtig bewegen, darum geht es ja. Ne? Und dass man das Movement richtig ordentlich hat und alles. Und wenn das funktioniert, dann geht das auch wieder im Regelfall. Aber es ist schwer, es ist schwer. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, weil wir haben natürlich eine Menge CC, die haben dafür eine Aphrodite. Wir haben jetzt eine Sylvanus. Ich merke halt, dass der MP5 ist ziemlich stark, das ist ein ziemlich mächtiger Charakter hier. Was will man da machen? Es ist nicht einfach für die, das muss man auch sagen. Ich finde auch, deren Nemesis ist jetzt auch nicht so fehlplatziert. Die geht ja auch auf mich los, die macht das also richtig, ne? Wobei man eigentlich natürlich Sylvanus wahrscheinlich eher rausfokussen müsste. Ich finde, das ist ein Utility-Charakter, der ist echt gefährlich hier. Also was MP5 und so angeht, das ist schon geil. Also ich gucke mal ganz kurz aufs MP5. Ich bin jetzt hier nochmal drin. 21, 41 sind 20 Punkte MP5. Das ist verdammt stark, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich daran gehen sollen würde. Der kann jetzt hier pullen ohne Ende und ist selber immun, ne? Ne? Machen wir ein bisschen. Glaube ich nicht! Ja, die geht jetzt auf mich los, ne? Die haben mich gefressen. Was ist überhaupt das Verkassung? Schön, so ist das nice. So ist das richtig nice. Ja, komm schon, ja, Tintchen, geh mal raus. Behind us. Behind us. Ja, oder so. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie sich umdreht, um mal da zu gucken. Na, mehr Lifestyle für unsere Party hole ich jetzt einfach mal mit dem Pythagoras. Wo hier drüben echt Defense bauen, ne? Ne, bauen sie gar nicht mehr so viel. Deren Tür ist jetzt draußen. Ich baue in der Tat einen Pythagoras Pins. Mach ich. Oder Mana brauche ich nicht. Das läuft so gut gerade. Ein bisschen Death hier, so ein Serial Stuff vielleicht oder so. Ich weiß es noch nicht, es ist schwer. Joa, ich baue dann einfach diesen tollen Celestial Legion Helm hier. Ja, den werde ich mir mal zusammenlöten, glaube ich. Wohl noch ein bisschen Penetration. Ne, scheiß drauf, nimm Dynasty Helm hier. Dynasty Helm. Okay, bleib bitte kurz am Leben. Ah, schade. Ja, jetzt stehe ich hier halt, ne? Jetzt stehe ich hier halt. Jetzt habe ich ja wieder 4 gegen mich. 4 gegen Willi und so. Scheiße! Mann, Leute, jetzt müssen wir echt so ein bisschen... Wir müssen uns zusammenreißen, Leute. Wir dürfen jetzt hier nicht leichtsinnig werden, nur weil bei denen einer fehlt. Sylvanus ist jetzt wieder da. Wir müssen nicht die gegnerische Athena da irgendwie in den Phönix reinziehen. Und jetzt ist das Ding da. Okay. Und mit das Ding meine ich nicht Sylvanus. Oh. Blink Athena. Kreativ. Ja. I have returned. Ja, schön. So macht's aber auch Laune. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen Azza trotzdem immer noch. Das dürfen wir nicht vergessen. An enemy has returned. No. Set up an ambush here. Okay. Retreat! Defend! Wir warten jetzt auf die. Ich vertraue Hades da, ich vertraue Hades. Man muss auch auf sowas mal eingehen, finde ich. Wenn der eine Idee hat, wenn der glaubt, das können wir so schaffen, dann machen wir das auch einfach so, ganz ehrlich. The gate is open. Got
Der hat's wirklich drauf angelegt, ey. Sorry, aber der hat's echt drauf angelegt. Muss ich zurückziehen. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Nemesis, geh mir echt nicht mehr auf den Sack. Was ist das? Ja, das war wirklich unexpected, ey. Aber frag nicht auf Blütenstaub. Machen wir erstmal den Turm, der hat so Priorität Nummer 1. Wir müssen nur sagen, wo ich draufhauen soll, der Rest ist mir egal, der Rest mache ich. Mehr Power, wir brauchen mehr Power. Oder nee, jetzt echt, ich hätte eigentlich noch Bock auf Cooldown. Ach, ich kaufe jetzt Magical Lifesteal. Einfach mal für die Gruppe denken, kreativ sein, für die Gruppe denken. Wir haben hier eine Scylla, die hat Magical Lifesteal, aber unser Sylvanus hat zum Beispiel keinen Magical Lifesteal. Athenchen freut sich da auch ein bisschen drüber, obwohl sie sogar was hat. Hades wird da, glaube ich, sehr, sehr von profitieren. Ich bin erst in 20 Sekunden wieder da. Autsch. Obwohl, die beiden können noch eine Weile aushalten. Er kann noch eine Weile aushalten. Fuck. Komm schon, Sylvanus, ich glaube an dich, ey. Scheiße! Ja, das passiert! Das passiert, wenn man... Na, ist halt schade. Okay, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis dann!